Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem ganz neuen Video mit mir für euch. Heute habe ich wieder ein Tauschpaket für euch. Ja, da freue ich mich wahnsinnig darüber. Und zwar habe ich mit der lieben Jana getauscht. Sie hat nur Instagram. Den Kanal verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Wenn du Interesse hast, dann schreib sie gerne an, weil ihr Kanal, also ihr Insta-Profil besteht nur aus Tauschpaketen und sie macht das scheinbar wahnsinnig gerne. Und die liebe Maus hat auch mich angeschrieben, ob ich denn Lust habe, mit ihr ein Tauschpaket zu starten. Und ich habe zugesagt, weil ich liebe es. Wir haben das Thema ein Tag am Strand, Urlaub gewählt und da freue ich mich wahnsinnig, weil bei mir steht ja der Urlaub jetzt dann nächste Woche an. Wenn du wissen willst, was ich ihr so geschickt habe, dann darfst du oben hier gerne in meinem Video vorbeischauen. Da habe ich euch die Sachen im Haul vorgestellt und jetzt ist das Päckchen von ihr da und ich freue mich wahnsinnig darüber, es jetzt auszupacken. Ich bin sehr, sehr gespannt, was für tolle Urlaubsschätzchen drin sind. Und ansonsten, wir legen los. Viel Spaß mit dem Video. Hier ist das Paket. Es ist so ein DM-Paket, es ist recht groß und ich bin mega gespannt. Es ist auch sehr schwer und ja, wir legen los. Ich reiß es auf. Ich greife einfach jetzt von oben in die Kiste und bin mega gespannt. Als erstes haben wir so ein wunderschönes Täschchen und zwar von DM. So ein kleines Make-up-Täschchen ist das. Einzigartig schön, braucht man immer wieder auch im Urlaub, um da so Kleingrusch zu verpacken. Schaut mal, wie süß. Ah, wie schön. Und da drin ist auch was enthalten. Und ich mache es auf. Wow. Du verrückte Maus. Von Marc. Das ist Avon. Ja, cool. Das ist ein Highlighter. Okay, das sind so Streifen. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von solchen Streifen. Aber ich bin mega gespannt. Das swatche ich jetzt gleich mal. Magical Highlighter. Ich finde ja Avon immer so geil, ne? Ich würde auch gerne, ich hatte mal von Avon nur eine Mascara und ich habe noch einen Lipgloss da. Aber ich würde Avon auch voll gerne testen. Ich denke mal, diese Blautöne werde ich jetzt nicht benutzen können. Aber ich swatche mal jetzt ein paar. Es ist sehr trocken. Man kommt da mit dem Pinsel wahrscheinlich auch schlecht rein und man sieht, ich habe jetzt hier zum Beispiel am Finger zwei Farben erwischt, weil ich so Wurstfinger habe. Ich swatche euch jetzt mal die Töne. Okay, es ist wirklich sehr dezent. Es ist wirklich sehr, sehr dezent, sehr trocken, aber ich werde es auf jeden Fall testen, weil ich liebe Make-up und ja, es ist halt Avon, ne? Vielen Dank, liebe Maus. Voll schön. Und dann ist noch was in dem Kosmetiktäschchen enthalten. Oh, ja cool, jetzt muss ich mir keine kaufen. Eine Alverde Sonnenlippenpflege mit Lichtschutzfaktor 20. Und ja, finde ich mega cool. Es ist jetzt keine Duftrichtung hier drauf, aber ich vermute, das wird mit diesen Bärchen hier sein. Und vielen Dank. Damit habe ich mir schon mal was erspart an Einkauf. Und mega schön, vielen, vielen Dank. Passt ja wunderbar auch zum Thema, gell? Dann mache ich weiter. Von Desorge ist hier was drin. Und zwar ist es eine 4 Wochen Stärkekur Anti-Haarbruch. Und ich habe ja dieses in meinem Haul, hier oben verlinke ich es euch, habe ich das Shampoo dafür gekauft. Und es sieht so aus, diese Haarkur. Da sind jetzt 4 Stück drin. Ich denke mal pro Woche eins. Das Haar schamponieren, gründlich ausspülen, Spülung in die Länge massieren, nicht ausspülen, Stärkekur über die Spülung in das Haar verteilen. Also das heißt, man gibt das auch noch zusätzlich mit in die Spülung rein. Und da freue ich mich drauf, weil ich finde die Sorge-Sachen wirklich toll. Ich bin aktuell richtig begeistert. Vielen lieben Dank. Also richtig geil. Ein Wasserspray, davon habe ich aktuell sehr, sehr viele da. Aber ich finde, die Verpackung sieht ganz anders aus. Es ist viel kleiner, es sind 75 Milliliter drin. War das so bei den kleinen Sachen? Weil die normale Verpackung sieht ganz anders aus. Hier zum Beispiel habe ich hier das hier. Da sind jetzt 150 Milliliter drin und hier ist nur die Hälfte. Und ja, finde ich auch mega cool zum Verreisen, weil es viel, viel schlanker ist. Und das braucht man immer im Hochsommer, voll cool. Und es ist jetzt ohne Duft, das heißt, es zieht keine Viecher auch an, keine Wespen. Und mega. Okay, von Balea, Gesichtspflege Magic Summer. Mit sanftem Bräunungseffekt, heller bis mittlerer Hautton. Das sieht so aus. Habe ich noch nie gesehen. Gibt es das zum Kaufen? Also noch? Habe ich echt noch nie entdeckt. Bräunt sanft und pflegt.
Gesichtspflege gleichmäßig auftragen, Haaransatz und Brauen aussparen, anschließend Hände gut waschen. Also es ist wahrscheinlich wirklich so ein eine Bräunungscreme für das Gesicht. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich bin sehr, sehr empfindlich, was sowas angeht. Mal schauen. Vielleicht teste ich das, wenn ich im Urlaub bin oder so und schon sowieso gebräunt bin. Gucken wir mal, aber irgendwie ein cooles Produkt. Passt auch perfekt zum Thema. Oh weh. Diese Maske hat mir die liebe Maus hier eingepackt. Du verrückte Nudel, du weißt, ich liebe Masken und die habe ich ja wirklich jetzt schon viermal da. Also ich habe sie letztens in meinem Aufgebraucht-Video, verlinke ich euch hier nochmal. Habe ich die ja wieder angewendet. Ich liebe den Duft, ich liebe das Fließtuch. Das ist so weich, es fühlt sich so schön auf der Haut an. Die sind wirklich toll, die Masken. Und vielen Dank, dass du mich damit nochmal versorgt hast mit Nachschub. Und ja, ich liebe die Maske. Sehr, sehr cool. Ich liebe am Strand Capri-Sonne. Die habe ich immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Capri-Sonne geht einfach immer. Die heißt ja jetzt Capri-Sonne, ne? Und ich habe jetzt von der lieben Maus von Erdbeer freche Freunde so einen Saft mitbekommen. Wasser und Frucht. Und das geht immer, ne? Das packt man sich in die Strandtasche rein, wenn man Durst hat, dann nuckelt man dran, man kann es wieder verschließen. Ich finde es mega, es wiegt nicht viel und das werde ich mitnehmen auf die Reise. Passend in der Farbe und die werde ich vielleicht auch mitnehmen, weil wir haben so ein kleines Häuschen gemietet. Das sind Servietten und das sind 30 Stück in einer wunderschönen sonnengelben Farbe. Die braucht man immer wieder und das hat sich die liebe Maus gedacht, passt von der Farbe her und finde ich hervorragend. Geht immer, braucht man immer wieder. Vielen Dank. Du hast so wirklich weit gefächert an Themen. Das finde ich voll cool. Zähnefrischungstücher, erfrischen und beleben, das braucht man immer. Ja. Das geht immer, wenn man kurz sich die Hände waschen kann oder irgendwas gegessen hat, Knobi oder so. Dann solche Erfrischungstücher und das riecht so ein bisschen nach Zitrone. Und die braucht man wirklich auf die Reise und die werde ich mir auch einpacken. Dann ist hier ein Produkt drin und zwar Sonnenschutzspray für die Haare. Schützt vor Sonnenstrahlen, Chlor, Salzwasser, bewahrt die natürliche Feuchtigkeit. Das sieht so aus. Da fehlt jetzt leider der Deckel. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch ein Paket drin ist oder bei dir schon verloren gegangen ist. Macht das Haar geschmeidig und glänzend und leicht kämmbar. Vor und während des Sonnenbadens großzügig auf das trockene oder feuchte Haar sprühen. Okay, kommt mit. Ja, mega. Dann ist hier noch ein Deo drin. Das kenne ich auch so nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht von diesem Jahr. Das ist wohl ein Backup-Schätzchen, oder? Schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ich mich täusche. Das habe ich noch nie gesehen. Sommerblüten mit blumigem Duft von Balea, ein Deo. Deo geht immer, vor allem bei Hitze. Und ich werde das jetzt mal testen. Ah ja, sehr, sehr blumig, sehr, sehr fruchtig. Ja, wird auf jeden Fall benutzt. Ein Duschpeeling hat sie mir eingepackt und das ist das Calm Down mit Vanille- und Orangenblütenduft und das habe ich schon. Habe ich mir letztens erst geholt in meinem Duschgelverbot, weil ich dann gesagt habe, dass es ja ein Peeling ist und der Duft ist wirklich einzigartig, einmalig, richtig geil. Und ich schaue mal, ob mir das zusagt vom Duft her, dann werde ich das behalten, ansonsten zieht es weiter, aber vielen lieben Dank, der Duft ist wirklich traumhaft, also du kennst meinen Geschmack. Oh, ein Hugo, etwas Alkoholisches, das ist süß und zwar ja am Strand zum Chillen, zum Genießen, muss halt eisgekühlt sein und ja, das geht immer an warmen Sommertagen. Ja, für die Reise ein kleines Nutella-Gläschen. Ich finde die ja so süß, kennt ihr die schon? Das ist so ein Mini, das ist so niedlich. Ja, die kenne ich schon und für die Reise, ne, wenn man Bock hat auf Nutella und das große Glas nicht mitschleppen möchte, ist es optimal. Vielen lieben Dank. So süße Idee. Ja, einmal Kaugummis hat sie mir noch eingepackt für den frischen Atem. Also da hast du wirklich mitgedacht. So richtig breit gefächert für alles dabei. Also mega cool. Braucht man für die Reise, vor allem im Auto oder so. Mega. Dann hat die liebe Maus mir von Sundance DM Selbstbräunungstuch eingepackt. Das sieht so aus. Okay, das kann man wohl fürs Gesicht verwenden. Man soll Haaransatz und Augenbrauen aussparen. Und ja, ein Selbstbräunertuch, muss ich mal schauen, ob das was für mich ist. Aber ich glaube, ich werde es mal testen. Es interessiert mich doch, wie so Tücher sind. Dann hat sie mir von Nivea Sun
einen kleinen, ja, so ein Testsachet eingepackt von einer mattierenden Sonnenschutzpflege fürs Gesicht. Und da bin ich sehr interessiert dabei. Also bei mir müssen solche Gesichtsprodukte auf jeden Fall ja, dazu beitragen, dass sie keine Pickel hervorrufen und hervorbringen. Und das ist jetzt eben 0% fettiges Hautgefühl, 50 hoch. Wird auf jeden Fall angewendet, nehme ich mit und teste und dann schauen wir mal, ob das was ist. Hier ist die Kappe. Die sind ja süß. Die Maus hat mir Ringe eingepackt und die sind mega hübsch. In so einem Beutelchen, die schaue ich mir mal an. Und ich liebe das ja, ne? So Ringe, die dann so verschiedene Größen haben und du dann das so verschiedenreich, also in verschiedenen Höhen, die Ringe ansetzen kannst. Und das sieht mega cool aus, vor allem im Urlaub. Macht das richtig was her. Vielen lieben Dank. Ich mag sowas. Dann ist hier noch eine süße Kette drin. So sieht sie aus. Das ist wohl ein kleiner Diamantanhänger. Also halt in Diamantenform zumindest. Ach, das ist keine Kette, das ist ein Armband. Voll süß. Diamant Girls Loves Diamonds. Da, 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 da. Wunderschön. Aktuell fahre ich so ein bisschen ab auf Gold. Ich weiß nicht warum, aber wenn die Haut ein bisschen gebräunt ist, sieht sowieso gut aus. Aber ich finde es mega süß. Werde ich auf jeden Fall mal anziehen. Gefällt mir richtig gut. Vielen Dank. Oder vielleicht geht es auch als Fußkettchen durch, ha? Das könnt ihr mal schauen, ob das mir über den Fuß passt. Als Fußkettchen stelle ich mir das auch richtig süß vor. So, dann hat die liebe Maus natürlich auch an meine Hautpflege Sonne gedacht. Und zwar hat sie mir von Sundance 30 Lichtschutzfaktor Sonnenmilch eingepackt. Und zwar diese hier. Das braucht man tatsächlich immer. Und wenn wir jetzt dahin fahren, haben wir jetzt nicht das bombastische Wetter. Wir werden 20 Grad haben, aber trotzdem muss man sich in der Sonne ein bisschen schützen, wenn dann Sonnenschein ist. Und das wird mitgenommen. Ja, Duschgel. Ich und Duschgelverbot, ich kaufe mir trotzdem sowieso immer selber welche, aber das ist auch letztens erst eingezogen während meinem Duschgelverbotes, weil der Duft wirklich himmlisch ist. Und das ist mit Orangenblüten und Bambusmilch und der Duft ist wirklich einmalig. Mal schauen, vielleicht schiebe ich es meinem Schatz unter oder wir nehmen das in Urlaub mit und benutzen das dann zu zweit, dann geht es auch weg. Habe ich aber schon im Backup stehen und der Duft ist wirklich himmlisch, wundervoll, vielen lieben Dank. Ja, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Sachen passen perfekt zum Thema. Sie hat auch so breit gefächert gedacht, so mit Schmuck und allem drum und dran. Ich bin wirklich begeistert. Vielen lieben Dank. Das Tauschpaket ist so, so schön. Und ich hoffe, du liebe Maus, dir gefallen meine Sachen auch. Ich hoffe, du hast nicht das Video vorher schon angeschaut. Ansonsten, ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten. Schaut gerne bei ihr vorbei, bei der lieben Jana. Unten ist der Instagram-Kanal, da schreibe ich euch den Namen rein in der Infobox. Könnt ihr mal gerne bei ihr vorbeischnuppern, was die so treibt an Tauschpaketen. Und ich bin mega begeistert. Und wir sehen uns im nächsten Video. Hier verlinke ich euch ein Tauschpaket mit der lieben Claudi, was ich mal mit ihr gemacht habe. Und es folgen auch einige Tauschpakete. Da haben mich auch schon einige Mädels angeschrieben. Und ich liebe das ja, ne? Ansonsten vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.